Was? Dein Chemieunterricht besteht auf einmal nur noch aus den Buchstaben C, Strichen und irgendwelchen Zickzackformen? Und dann sollst du auch noch spontan zwischen den zwei Darstellungsweisen wechseln? Na, das hört sich doch genau nach der Einführungsphase in der organischen Chemie an. Wie du zwischen den verschiedenen Formeldarstellungen wechselst, das zeige ich dir gerne und damit willkommen bei diesem Video. Zunächst mal ist das hier die Skelettformel und dies die bekannte Strukturformel, nur sind die H-Atome hier nicht ausgeschrieben. Was bedeutet jetzt dieses Zickzack eigentlich? Na, ganz einfach, jede Ecke stellt ein C-Atom mit den entsprechenden H-Atomen dar. Ein Strich zwischen den Ecken, also C-Atomen, ist eine Bindung. Je nach Strichzahl ist es eine Doppel- oder Dreifachbindung. Okay, mache ich das erstmal weg. Aber wie übersetzt man jetzt zwischen der Skelettformel und der Strukturformel? Der Trick ist immer derselbe. Und zwar nummeriert man immer die längste Kette und schaut dann, wo eine Abzweigung ist. Achtung, dieses und dieses C-Atom hier nicht vergessen, das ist ein beliebter Fehler. Nun schreibe ich die Kette mit C-C-Einfachbindungen gerade hin. Nun schaue ich, an welcher Stelle hier eine Verzweigung ist. An der dritten Stelle. An der fünften Stelle. Und an der sechsten Stelle. Übrigens, ob ich jetzt hier oben oder hier unten hingehe, ist egal wegen der freien Drehbarkeit zwischen den C-C-Atomen. Nun, wo ich das Grundgerüst habe, füge ich nur noch die Wasserstoffatome nach der Oktettregel hinzu. Sollte irgendwo eine Doppelbindung sein, muss ich hier auch schauen, zwischen 2 und 3 zum Beispiel, hier ebenfalls eine Doppelbindung hinzusetzen. Gut, und nun werden die Wasserstoffatome verteilt. Hier 1, 2, 3 kommt nur ein viertes, also ein einzelnes Wasserstoffatom hin. 1, 2, 3, 4. Achtung, hier ist die Oktettregel bereits erfüllt. Und voilà, sind wir fertig. Das gleiche Prinzip können wir hier auch anwenden. Zuerst nummeriere ich durch, und zwar die längste Kette. Und nun füge ich das Grundgerüst hin, aber Achtung, der erste zählt bereits als 1, also der erste Kohlenstoff wird nämlich gerne vergessen. Also immer nummerieren, nimm dir die Zeit, auch wenn Chemiker faul sind. Hier darf man keine Fehler machen, das ist nämlich sehr schnell passiert. Gut, nun an der dritten Stelle haben wir jeweils eine Verzweigung und noch eine. Und zwar jeweils immer nur ein C-Atom. Das heißt, ich gehe an die dritte Stelle einmal, eine Verzweigung und noch eine Verzweigung hier nach unten. Dies hier wäre genauso richtig. Man muss darauf achten, dass diese beiden Abzweigungen einzeln sind, weil hier die C-Atome ebenfalls einzelne Verzweigungen sind. Du siehst, es ist ganz einfach. Das heißt, du kannst gleich mit der Abdeckmethode hier dran gehen und die Aufgaben noch einmal lösen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und auch im Unterricht und bis bald bei Lernen mit Dittrich.